Jo Leute, ich begrüße euch zurück zu Starbound und ich baue das hier mal kurz weg. Ich habe mich hier eingeschlossen, weil wo ich gerade die Tonspur bearbeitet habe, kamen direkt wieder Monster auf mich zu und ja, da wollte ich mich ein wenig schützen, safety first, wie man so schön sagt. Und jetzt geht's weiter. Ich werde hier auf jeden Fall die ganze Burg kurz und klein machen. Jetzt kann man natürlich... Das hier bauen wir auch noch ab. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, du Spast, warum baust du das jetzt alles ab? Du, ist das cool. Das hier ist richtig cool, das Bild. Das hängen wir uns auf jeden Fall auch auf. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, warum machst du das? Zieh doch lieber direkt in die Burg. An sich habt ihr recht, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Schließlich ist es ja mehr oder weniger mein Ziel, mit euch sowas hier aufzubauen, beziehungsweise in dem Let's Play mir selbst was aufzubauen. Was ist denn das? Oh, geil. Hier können wir jemanden mit spawnen. Also da haben wir jetzt schon den Hauptgewinn mitgemacht. Damit können wir uns nämlich Menschen spawnen. Also was heißt Menschen? Allgemein Kreaturen. Und da können halt auch Händler und so bei sein. Oder, geh weg, geh weg, geh weg, du stinkst. Oder halt auch noch anderes Gesocks. Ich meine, wir haben eine Krone, wir sind König, also ist alles andere Gesocks. Ganz klar. Hier sind Anleitungen drin. Krieg ich die eigentlich? Ja, krieg ich, okay. Hier waren mehrere Anleitungen, ja. Okay, Essensblueprints. Ich könnte mir die ja mal durchlesen. Ich meine, ist ja nur ein Klick. So. Und so. Learning craft new item. Läuft bei mir. Komm. Boah, ich sehe hier noch so viel Zeug. Das ist so geil. Also hier haben wir echt einen Hauptgewinn mitgemacht, kann man sagen. Selbst wenn wir jetzt hier nicht so viel noch finden, was jetzt so... Oh, da sind noch Leute. Was jetzt so heraussticht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal... vorher einiges gefunden. Ey, du Made. Du kriegst sowieso Schaden, du Idiot. Herrlich. Wir räumen denen die Bude so leer. Wir sind eigentlich voll die Spastis. Wir sind voll die Einbrecher. Wir kommen auf andere Planeten, klauen deren Sachen. Nee, eigentlich sind wir schon scheiße. Und tschüss. Hier ist noch ein Amboss und alles. Herrlich. Nimm mit den ganzen Kram. Können von allem nicht genug haben. Hier sind Flares, die können wir nicht aufheben. Ist unser Inventar etwa voll? Das macht nichts. Wir haben ein paar Bücher, die können wir lesen. Und wir haben bestimmt, ganz bestimmt, auch noch einen Gegenstand Minimum, den wir löschen können. Zum Beispiel diese Spitzhacke hier. Oder die Axt hier. Oder der Dreck hier. Haben wir noch irgendwas? Die Waffe hier, die Kach, die kann auch gelöscht werden. Die Seile behalte ich mal. Man weiß ja nicht, wofür man die gebrauchen kann. Die können wir löschen, wir haben genug Bücher. Sorry übrigens, Leute, wenn ihr ab und zu noch so ein... hört, das war jetzt extrem, sorry. Aber wenn ihr sowas hört, es tut mir leid. Ich habe nur irgendwie die Angewohnheit, so nah vor dem Mikro zu sein, aber das muss ich jetzt gar nicht momentan. Das ist ziemlich ungewohnt für mich. Also entschuldigt das bitte die nächsten Folgen, falls mir das noch passieren sollte. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir dann mich umzugewöhnen. Oh geil, wir haben Dr. Spawner bekommen. Ey Leute, wir haben richtigen Hauptgewinn in dieser Burg gemacht. Normal müssen wir nämlich diese Spawn-Dinger erst lernen zu bauen und dann können wir, glaube ich, auch nur zwei bauen davon. Jetzt haben wir direkt zwei Stück schon, die wir, glaube ich, soweit ich weiß, nicht bauen können. Kommt der hier rauf? Ja, der kommt rauf. Komm her, Junge! Du mit deiner komischen Axt, die wahrscheinlich eigentlich besser ist als meine Waffe. Aber ich habe auch gesehen, ich erkundige mich ja tatsächlich ein bisschen, was Starbound angeht.
Und ich habe auch gesehen, für wirklich bessere Waffen müsste man halt dann auch auf andere Planeten, beziehungsweise auf Planeten, wo der Schwierigkeitsgrad höher ist, wo also stärkere Leute und so sind, dann kriegt man wohl auch stärkere Waffen. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, weil ja, das spornt erstens an, um so einen Planeten zu erkunden, also neue Planeten zu erkunden, und vor allem es spornt auch an, irgendwie die Herausforderung, was wackelst du denn hier so um, die Herausforderung zu gehen, wie sagt man, aufzunehmen mit den neuen Gegnern und so weiter und so fort. Also das ist schon recht gut so, finde ich. Ich wäre auch eigentlich total langweilig, wenn man direkt am ersten Planeten irgendwie so die krassesten Sachen finden würde. Also, naja, ich weiß nicht. Das fände ich persönlich ziemlich scheiße. Kannst du mal jetzt hierbleiben? Mann, ich will dir doch alles tun. Ha! Ja, ich werde die alle hier, werde ich ausrotten. Das ist zwar eine ziemliche Assi-Einstellung, aber wenn man mal genau überlegt, haben die angefangen, ne? Also, die kamen an und haben mich geschlagen. Ah, oh, du bist aber ein Trickser. So. Lassen die nichts droppen? Doch Geld, der Trauben losgelassen. Ja, was ist da los? Geh weg. Geh weg. Und tschüss. Hier liegt eine Ananas. Die kann ich nicht aufheben. Würde ich aber gern. Oh, hier liegt jede Menge Zeug. Das ist so geil. Und tschüss. Nehmen wir beide mit, was ist denn los? Gucken wir mal, haben wir wieder Gegenstände? Hier haben wir noch, ach, die Bücher, ich habe ganz vergessen, die Bücher zu lesen, Mensch. Seht ihr, ich bin so aus dem Häuschen, dass wir hier diese Burg gefunden haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese Codex-Bücher uns bringen. Aber eins steht fest, wir können sie lesen. Und das ist das Wichtige. Und jetzt bauen wir erstmal weiter ab. Die hier sollten wir ja alle aufnehmen können. Weil da haben wir ja jetzt schon ein paar von aufgehoben. So, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall Schränke durchgucken und alles. Da ist immer was drin. Hier Gold. Da war gerade ein Bauplan drin. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das Bild braucht man nicht. Da ist ein Bauplan. Den hätte ich gern. Ah, für Kuchen. Für Kuchens. Wartet mal, ich lösche mal den Sand hier. Komm, scheiß auf den Sand. Den Dreck können wir auch löschen. Was haben wir noch hier? Fässer, die können wir auch mal wegmachen. Das hier können wir auch wegmachen. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Aber das können wir auch wegmachen. Dann lesen wir mal die Blueprints. Ich glaube, den hier kennen wir sogar schon. Das heißt, den könnten wir eigentlich... Ja, den kennen wir schon. Den können wir dann eigentlich auch wegschmeißen. So. Abgehen. Hier war nichts mehr. Die ganzen Kronleuchter muss ich ja jetzt nicht alle mitnehmen. Das hier nehme ich aber mit. Mit dem richtigen Werkzeug. So. Hier ist noch eine Truhe. Die gucken wir uns natürlich auch an. Was ist da drin? Das kann weg. Das würde ich gern mal mitnehmen. Geld natürlich und Fackeln auch nie irgendwie schlecht. Bücher, hier ist noch ein Blueprint. Pizza Blueprint, okay. Können wir auch noch nicht, das ist auch nett. Haben wir auf jeden Fall schon mal schön was mitgenommen. Kann man nichts sagen. Hier, das nehmen wir mit. Was ist hier drin? Geld und Spritzen. Hört sich irgendwie voll falsch an, wenn man das so sagt, so. Komm, wir holen uns Geld und Spritzen. So, hier wieder eine Waffe drin. War das ein Dreizack? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, hier. 4 Schaden, den könnt ihr euch aber klemmen, Mama. Haben wir hier noch was drin? Whisky, jawohl. Können wir das trinken eigentlich? Tatsächlich. Was macht denn das? Hat der die Flasche kaputt gebissen oder warum hört sich das an, als ob der da drauf beißt? Wow, 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 den habe ich gerade gar nicht registriert. So, auf Wiedersehen. Oh, jede Menge Kohle haben wir. Kupfer,
Brauchen wir eigentlich gar nicht. Was ist das hier? Scheiß mal drauf. Lassen wir liegen. Brauchen wir nicht. Oh, das nehmen wir mit. Das kann nie schaden. Da ist nichts drin. Ein Seil. Haben wir nicht noch Seile? Ja, hier. Nimm mal mit, komm, was soll's. Komm, hau ab. Und? Der müsste doch mal down sein. Er hat eine Waffe fallen lassen. Nee, brauchen wir nicht. Irgendwie finde ich gerade keine bessere Waffe als die, die ich habe. Was ist das denn? Ein Wizard Head. Das ist ja noch geiler als eine Krone. Ey. Obwohl, was hat denn die Krone? Was ist denn dieser grüne Pfeil? Ach, das da ist das. Das heißt, mit der Krone könnten wir zum Beispiel öfters, wie sagt man, schießen und sowas. Auch schlagen? Nein. Also die goldene Truhe will ich auf jeden Fall haben und das Doppelbett oder was das da ist auch. Bücher, scheiß auf Bücher. Haben wir genug von. Das nehmen wir noch mit. Und dann, ja, das nächste wäre dann das Dach. Wo ich auf jeden Fall noch das ein oder andere, doch noch nicht fertig. Krasses Gebäude. Gleich gehen wir auf jeden Fall erstmal aufs Raumschiff und dann werden wir hier die ganzen Sachen mal aussortieren, was wir davon jetzt doppelt haben etc. Und was halt dann nicht übereinander liegt und so. Ich meine, wir werden einige Sachen doppelt haben. Wow! So, haben wir dich. Die Waffe kann ich noch nicht mal mehr tragen. Ich lösche mal die Treppen. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Ja, super. Hat sich voll nicht gelohnt. Egal, wir gehen auf jeden Fall gleich eh nochmal hin und die nehmen wir mit. Geil. Dann machen wir unseren eigenen Glockenturm. Was ist da los? So, wir nehmen natürlich die ganzen Fackeln mit, einfach weil die halt auch dann gut aussehen. So, und zu guter Letzt gehen wir hier hin. Und ja, wir sind so arschig und bauen denen sogar die Schindeln ab. Wie heißen die denn? Ach, die können wir gar nicht aufheben. Wir haben keinen Platz. Wartet mal eben, ich will nicht erfrieren. So. Die Woodplanks. Nehmen wir mal weg. Scheiß auf Woodplanks. Eigentlich ist mir das ein bisschen zu viel Arbeit so. So ist es eigentlich bequemer. Wartet. Na, die war ein Stück zu weit. Ja, ein Stück. Die ist perfekt. So, kommt her. Nehme ich alles mit. Voll der Arsch bin ich. Aber egal. Dann haben wir es jetzt auch tatsächlich, oder? Dann haben wir tatsächlich alles hier. Naja, nicht alles, aber so die Ausrüstung von denen und so haben wir schon derbst minimiert, um das mal so auszudrücken. So, hier setzen wir mal unsere Fackeln. Haben ja genug. Und gut beleuchtet ist immer besser. So, schön hier noch Fackeln setzen. Mein Gott. So, gehen wir jetzt schon runter? Ich glaube, nein. Wir werden jetzt erstmal nach oben gehen. Und jetzt wird wieder langweilige Arbeit fortgeführt, Leute. Tut mir auch leid, dass ihr das euch mit ansehen müsst. Aber es geht einfach nicht anders.
als erstes machen wir das mal so. Ich werde hingehen und werde mir ein paar Torches mehr bauen. Ich kann ja mal. Hier ist schon was drin. Ja, hier war eine Waffe drin. Okay. Dann kann ich hier auch die andere reintun. Den Bogen brauchen wir, falls wir mal dringend Fleisch brauchen. Allerdings kann ich die Rüstungselemente auch hier reintun. Den Amboss tue ich den mit da rein. Na, nee, oder? Doch, komm, den tun wir mit da rein. Und dann, geht's hier weiter mit dem Entledigen der Wohnungseinrichtungssachen. Was wir hier alles haben, ist ja unglaublich. Stühle, Kap, Tische, Kerzen, Holz, Rooftiles, Tills, wie sagt man dazu? Ich kann mal weg tun. Hier übrigens ein echt schöner Kamin. Den setzen wir uns auf jeden Fall auch in unser Heim. Hier haben wir noch mehr von den. Ah ne, das sind andere. Glitchball, Glitchblade. Och Gott. Was ein Quatsch, ey. Gut, nächste Kiste. Füllen wir dann auch wieder mit jede Menge Zeug. Kisten, ne, Kisten tue ich da jetzt nicht rein. Kronleuchter. Fackeln tue ich da jetzt auch mal nicht rein. Die behalte ich auch, also das Essen behalte ich mal. Die Flares, na komm, Licht kann man nicht genug haben. Bücherregale, Poster. Stein. Hier haben wir noch übertrieben viel Zeug. Was war das? Bucket. Ah, ein Eimer ist das. Ein Eimer. Oh, kann man mit dem Wasser sammeln? Das würde mich mal interessieren. Eine Glocke. Die ist auch bestimmt richtig geil. Hier haben wir noch Schränke. Ganz wichtig natürlich hier die Spawner, die beiden. Der Tool Spawner macht einen Mechaniker und einen Doktor. Das ist natürlich praktisch. Ich frage mich gerade, ob der Doktor mich heilt oder ob der dann auch Geld sehen will. Das wäre natürlich schon interessant. Naja, ich meine, wir werden schon früh genug erfahren. So, was ist denn das? Glitch Royale. Ach, so ein großer, langer Tisch. Hier sind wieder Bücher ohne Ende, ey. Die brauchen wir gar nicht. Desk, okay. Und die letzte Kiste, dann haben wir auch schon wieder die ganzen Kisten auf dem Raumschiff voll. Das ist unglaublich. Medikits behalten wir natürlich mal. Das hier kann auch noch weg. Hier war nichts mehr drin, okay. Dann tun wir mal eben, haben wir was Kleines? Ja. Hab dafür, ich könnte mir mal eine Rüstung bauen, oder nicht? Scheiß mal auf die Teile. Die Chest behalte ich. Lösche ich auch mal weg. Ja, dann hätten wir's. Nee, gar nicht, das Holz. So, können wir. Nee, Moment, dafür müssen wir in die Workbench. Oder? Nee, hier, so ging das, genau. So, 73 von diesen. Ach, hier oben habe ich noch Zeug drin, das habe ich ganz übersehen. Nehmen wir eben die Weintrauben. Und fütter mich mal kurz hier voll. Kohle haben wir auch schon. Essen, 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 die Chests. Ist da was? Ich tue die Kisten.
in eine große Kiste. Wartet mal, weg damit. So. Und da kommen jetzt die hier rein und die hier. Spritzen werde ich mal dabei behalten. Die scheinen ja alle doch recht nützlich zu sein. Ich habe mal jede Menge Steinwände, die kann ich mal kurz mit da rein tun. Die Kohle wird noch ins Flugzeug fließen. Oder ins Raumschiff. Und ich würde sagen, ich beende den Part auch an dieser Stelle und melde mich dann im nächsten Part zurück, wenn wir uns dann eine Rüstung geschmiedet haben oder eine Rüstung schmieden und mal schauen, ob wir einen anderen schönen Planeten finden. Haut rein und bis dahin.